Zum Frühstück meines Food Diaries gibt es eine leckere Notfall-Acai-Bowl. Ich habe nämlich aus Versehen das Gefrierfach abgetaut. Die besteht nur aus zwei Bananen, einer Acai-Platte und einem weißen Pfirsich, ein paar Blütenpollen und dazu gab es einen leckeren grünen Tee mit Jasmin von Rituals. Und zum Mittagessen gibt es dann ein Rezept, was ihr genauso wie die Acai-Bowl, falls ihr dazu noch mehr Infos wollt, auch in meinem Tea & Treats E-Guide findet. Und zwar zeige ich euch da, wie man diese Meatless Balls macht. Die sind so ein super Falafelersatz. Und eigentlich bestehen die nur aus Kartoffeln und aus Buchweizen. Und die sind super lecker und werten so ein Gericht nochmal richtig auf. Vor allem, dass man davon dann auch richtig satt wird. Ich habe das hier mit circa anderthalb spiralisierten Zucchinis gegessen, einer selbstgemachten Tomatensoße vom Vortag und ganz, ganz viel frischem Basilikum. Und das ist wirklich eine sehr, sehr leckere Mahlzeit, gerade auch so für mittags oder auch abends unter der Woche. Schmeckt relativ leicht, aber hat mich doch sehr, sehr gut gesättigt am Ende. Ich habe übrigens noch zwei von diesen Balls als Snack gegessen kurz davor, weil ich dann doch schon ziemlich, ziemlich Hunger hatte. Das habe ich dann aber nicht gefilmt. Und die könnt ihr auch super gut vorbereiten, einfrieren. Die sind wirklich perfekt auch für die Kühltruhe. Zwischendurch muss es dann nachmittags ein Matcha sein. Ich hatte morgens übrigens auch schon einen getrunken, bevor ich gefilmt hatte. Hier mache ich so die Schnellvariante, wie man ihn jetzt eigentlich nicht unbedingt zubereiten sollte. Aber nachmittags mache ich das öfter mal so. Ich trinke den sehr, sehr gerne mit Mandelmilch und dazu als Snack gibt es zwei Teelöffel Erdnussbutter. In der hier sind noch so Leinsamen drin und ein paar Pumpkin Seeds. Das macht das Ganze noch ein bisschen nahrhafter. Und das habe ich einfach gebraucht, weil ich so ein Nachmittagstief hatte. Oft esse ich das dann auch gerne mit Banane. Da ich aber schon meine zwei Bananen an dem Tag hatte, habe ich das dann einfach so pur gegessen und den Matcha aus meiner Tasse von Tiger getrunken. Der ist sehr lecker, der von Kissa. Dann abends gibt es ein super einfaches Rezept, das verlinke ich euch. Das gibt es nämlich auf dem Blog, das ist das Linsendal. Ich habe das hier mit Sumak gewürzt, das schmeckt sehr gut. Ich habe da jetzt frischen Basilikum drauf gegeben. Eigentlich passt da Koriander sehr, sehr gut dazu, hatte ich aber leider keinen mehr. Dieses Sumak-Gewürz hat sowas Säuerliches und das schmeckt aber wirklich sehr gut dazu. Und das Dal besteht eigentlich nur aus Kokosnussmilch und aus roten Linsen. Das war's dann für heute. Ich hoffe, das hat euch inspiriert und schaut in die Infobox, wenn ihr mehr Infos zu den einzelnen Gerichten haben wollt. Und ansonsten sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.